Also der wichtige Hinweis ist nochmal, ich sehe, ihr macht das ja schon richtig, Laurent auch gleich instinktiv. Das war auch was ich mitgenommen habe aus dem, von der Messe. Man ist, ich war immer geneigt, so die Handschuhe, immer die guten Handschuhe für alles zu nehmen. Und man ist echt gut beraten, wenn man einfach die teuren Handschuhe einfach schont und einfach sich TH-Handschuhe anzieht, wie ihr so. Genau, wollen wir mal reingucken. Ja. Weil ich empfehle immer, normalerweise würde ich sogar fast sagen, wenn man oben die Fächer rausnimmt, könnte man eigentlich auch einen Helm tragen, aber... Ja, wir wollen es nicht übertreiben. Gehört zur persönlichen Schutzausrüstung. Wir passen jetzt ganz toll auf, aber in der Einsatzhektik bitte auch beim Fahrzeug seid ihr immer komplett mit Helm ausgerüstet, ist klar. Ne? Was hast du denn hier Schönes? Also, wir haben hier zum Beispiel als erstes unseren Stromerzeuger. Ist auf dem Schlitten montiert, kann aber im Fahrzeug betrieben werden, dadurch, dass der hier einen Abgasschlauch hinten hat. Ach so. Muss im Prinzip das Einzige, um die Wärme abzuführen, einmal die Jalousie öffnen, der kann im Fahrzeug verbleiben. Aha. Deswegen wurde auch darauf verzichtet, den vom Pumpenbedienstand zu starten, damit man hingeht und die Jalousie wenigstens aufmacht. Ich sehe gerade, hat er hier den Schlauch? Dadurch werden halt die Abgase an das Auto geleitet, ne? Ist halt auch angeschlossen an den Ladehalter. Und natürlich gleich für die elektrischen Verbraucher gleich angeschlossen. Für den Lichtmast. Und auch auf der anderen Seite ist hier die Steckdose für das hydraulische Rettungsgerät. Auch gleich alles schon mit angeschlossen. Super. Okay. Ich ziehe mal einfach hier ganz unten raus. Das sieht aus wie so eine Chiemsee, oder? Einfach raus. Genau. Das ist aber ein Koffer. Schwere Pumpe. Weißt du, was ich fördere? 1300 Liter die Minute maximal. Also dann habt ihr die hier. Die B1300. Also ihr habt ja sogar wunderbar hier sogar eine Beschreibung bei liegen, wo man genau sehen kann, wir befinden uns jetzt hier in der Spalte, wo man genau sehen kann, was die fördert. Was ja immer interessant ist, das ist natürlich so eine Pumpe, die dafür gedacht ist, mehr Volumen rauszupumpen, dass sie natürlich nicht so einen hohen Ausgangsdruck hat, wie jetzt zum Beispiel eine TS oder eine eingebaute Feuerlöschkreisepumpe. Ist eine ganz, hat einen ganz anderen Zweck. Ja. Das ist nichts, um Strahlrohr zu bedienen. Ja, um Volllauf mit Kellerwehr zu kriegen. Also das, dieses Patent mit diesen Schienen ist schon ein bisschen robuster, ne? Ja, sehr solide. Sehr solide, also ich habe es bewusst nicht gesagt, gut. Oh, das ist leicht. Dann ein bisschen Zubehör dafür. Sniffelstücke, ne? Für die Pumpe. Okay. Genau. Man sieht, dass das Fahrzeug noch neu ist, weil das wird bestimmt nicht mehr in einem Jahr nicht mehr so leer sein. Denke ich mal. Ne? Ein bisschen Zubehör. Okay. Es gibt ja auch so, zum Beispiel ein kleiner Tipp, es gibt auch für Leckagen extra so Klebebänder, die sind doch gar nicht so teuer, ja, die man auf nasse Sachen draufkleben kann, wenn man irgendwelche Behälter abdichten muss. Könnt ihr eigentlich auch noch mal vorstellen, fällt mir da mal auf. Ja, teilweise haben wir sowas, was bisschen, damit rein kann. Ein bisschen Platz so für. Ja, nee, aber ist gut. Aber ist auch gut, man muss das Auto nicht mal so voll stopfen und man muss auch nicht im Gesamtgewicht drauf passen. Ne? Ja. Ich schau mal weiter. Ja, elektrische Winkelschleifer. Ich finde es auch schön, mein Schubladen muss noch nicht so eine Angst haben. Jetzt hier, wenn man hier mal seitlich guckt, ist hier so eine Aussparung und das ist halt alles. Die Kiste kann eigentlich so nicht rausfallen. Okay. Schutzbrille gleich bei. Ja, genau. Gehörschutz? Gehörschutz haben wir im Innenraum. Diese Oropax. Ah ja, die Oropax. Genau. Weil unter dem Helm ist ja sowieso schwierig. Mit den Mickey Mäusen. Stimmt. Ja, das ist aber auch ein guter Tipp. Stimmt. Ich kenne das eigentlich, dass man klassisch diese Mickey Maus Ohren drauf macht. Mhm. Aber natürlich mit diesem Helm, diesem Vollschalenhelm. Ja, ja. Es ist natürlich vorteilhaft, wenn man dann diese Oropax oder sowas mit so, von wem auch immer die sind. Diese. Ja, das ist jetzt natürlich für die elektrischen Verbraucher, wenn wir Strom von irgendwem anders, nicht von uns selber nehmen, diese Schutzschalter. Okay, also Trennrelief. Ja, im Prinzip ein zustellbarer FI-Schalter. Plus hier noch die Betankungseinrichtung, wenn jetzt der Stromerzeuger aus dem Kanister betrieben wird, kann er extern ansaugen. Ja, super. Ein bisschen sicheres Tanken, ne? Ja. Du musst auch vergessen mit deiner Stelle, wenn man ein Fahrzeug, wenn man Aggregat oder irgendwas tankt, sollte man auch immer einen Feuerlöscher in der Nähe haben. Ne? Das wird in Einsätzen oft vernachlässigt, nur mal der Hinweis, auch lange Wegstrecken oder sowas. Mhm. Ein Feuerlöscher macht sich da immer ganz gut an der Pumpe. Ne? Also diese Fächer sind aber echt alle leicht. Ne? Ist da auch was drin? Trichter. Wir mal gucken.
Ah ja. Also teilweise auch noch Platz für diese Erweiterungen, die im Einsatzalltag herausstellen. Das habe ich mich gewundert, weil hier ist ja auch schon mal was beschriftet. Da fehlt also die Beschriftung noch. Ja, aber da ist noch Raum, ne? Mit Inhalt. Okay. Stromschnellangriff. Okay, das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen im Einsatzfahrzeug. Ja. Haben wir jetzt auch mit diesem Fahrzeug neu, sage ich mal. Ist natürlich dann auch gleich angeschlossen. Natürlich, damit ich gleich loslaufen kann. Mehr Druck? Sprichst du da zum Ketten runter? Nee, das ist wirklich Strom. Boah, ist ja alles noch richtig neu, du. Ja. 20 Meter. Ja. 20 Meter? Und wozu kann man das einsetzen? Kann man natürlich einsetzen, wenn man jetzt bei Verkehrsunfällen das hydraulische Rettungsgerät weiter zur Unfallstelle bringen will, muss man nicht erst eine Kabeltrommel abrollen, sondern kann gleich damit losmarschieren. Aber wenn du ein hydraulisches Rettungsgerät hast, brauchst du ja keinen Strom, ne? Das wird die Pumpe vom hydraulischen Rettungsgerät wird natürlich elektrisch betrieben. Oder zum Beispiel auch Säbelsäge oder alles, was man dann ja mal im TH-Einsatz einsetzen will. Oder die Flex daneben, ne? Also, da kann ich jetzt auch noch nicht. Siehst du, das schon wieder was? Ein Stück weiter. Jetzt. Ja, der hat so ein paar Waststufen. Nee, okay. Und das Ende hier an. Das finde ich super. Kannte ich noch nicht. Okay, guck mal weiter. Genau. Damit es der Kameramann besser sehen kann, wenn ich es mal rausholt. Absicherung fürs Fahrzeug und was heißt mit Luftdruck? Irgendwie Luftdruckschlauch. Reifen für Luftdruck, ja. Ach, für Reifen. Reifen gefüllt. Kann man hier noch. Oh, auch leer. Teilweise noch erweiterungsfähig. Da sind sozusagen die getarnten Sachen drin. Ja. So. Also wenn das so weitergeht, kommen wir schnell durch. Okay, jetzt wird's schön. Ja. Ich sag nicht, die habt ihr auch noch neu gekriegt. Ich glaube. Ja doch, die ist auch neu. Nee, ich glaube, bei dem geht's nicht. Wollen wir den hier rausnehmen, runterschneiden? Das gibt's ja. Das steht. Oh ne, von hier. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Also, Fichtenmoped, nennst du mal Kettensäge, ja, Betankung. So, ja. Okay, und dazu passen die Schnittschutzkleidung, Helm, Force-Helm natürlich, ne? Und so weiter. Gut. So, hier haben wir was Schönes. Hier, Verbandskasten, habt ihr falsch geschrieben, ne? Gehört ein S zwischen. Das regen sich gleich wieder alle auf. Nein, okay. Hier habt ihr Beleuchtungsgerät. Genau. Ne, also dem Stromerzeuger, wenn man da die Beleuchtung hat, macht natürlich Sinn. Stativ. Hier habt ihr euren Verbandkasten. K, was heißt das K? Klein, oder? Loren, was heißt denn das? Auch also, klein. Wollen wir da mal reingucken? Gerne. So, du guckst mal rein. Ich guck mal rein. Alles klar. Oh, was ist denn hier so schönes? Icepacks, das ist wichtig, wenn jemand sich gestoßen hat. Ja, was wir sehen, ist ja wunderbar, hat man hier auch eine so wunderbare Perfekt. Übersicht, ne? Aber Das ist so wie, ich sag mal, wie so ein Inhalt gemäß wie in der Firma zu Hause, ne? Der Luftfahrzeug ist ja vorne drin. Also das ist ja noch wie Kleinigkeiten hier. Ja, aber wie die ganz normalen Verbandkästen halt, die man in Firmen meistens hängt, also scheint das die Ausstattung zu sein. Also davon gibt es auch ein Video von mir, was in so einem Verbandkasten drin ist, was man so, jetzt nicht PKW hat, sondern die ganz normalen, was man so in Firmen hängen hat. Blende ich euch mal oben ein. Das scheint derselbe Inhalt zu sein, ne? Nach der DIN 14.2. Okay. Ne, der Klassiker, alles Geräte für kleine technische Hilfeleistung, ne, Elektrowerkzeug und natürlich auch, wenn man was absperrt, wunderbar. Alle abgesichert bis 1000 Volt, die ganzen Schraubendreher, die haben wir irgendwo rumschrauben. Und hier auch mit Stückliste, ne? Das finde ich super. Toll. Ich sehe gerade oben, habt ihr noch einen Abgasschlauch? Ja, genau. Falls ihr den mal irgendwo rausnehmt, dann doch irgendwo hintragen. Extern betrieben wird, ja. Okay. Super. Nicht schlecht. Schauen wir mal weiter.
hier sind halt so viele Leute hier von der Löschgruppe, dass ich gesagt habe, jetzt kommt mal der nächste Florian. Spontan einfach einer aus der Menge gezogen. Du machst weiter jetzt? Ja, ich mach weiter. Sauber, finde ich gut. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Das zweite Fach. Kann man da unten auch nochmal aufmachen? Oder muss das man... können wir auch aufmachen. Und zwar können wir hier einmal ziehen. Dann müssen wir das einmal runterklappen. Und dann kann man sich auch da drauf stellen und kann an den ganzen Fächer. Na dann mal los, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir zwei Hohlstrahlrohre in B mit Stützkümmer. Das ist schon... Aber ich muss mal ganz kurz mal gucken. Was ist denn das für eine Halterung? Also Stützkümmer ist klar, ne, mit zwei Leuten. Weil sonst müssen wir so ein B-Rohr ja mit zu dritt nehmen. Mhm. Aber diese Halterung ist ja geil hier. Ja, so kann man dann zu zweit. Einer hält den Schlauch jetzt noch fest und dann kann man Feuer löschen. Das cool ist echt. Also die Halterung ist jetzt, kenne ich auch noch nicht. Cool. Und Strahlform natürlich hier, ne? Genau, da kannst du das Sprühbild verändern. Alter, mit Mach 3 kannst du das hier machen. Alter. Die löscht hier einen Überschall. Ja. Nee, cool. Das kann ich noch nicht. Wieder was Schönes. Hier hätten wir eigentlich unseren Elektrolüfter. Ja. Der aber leider in Erwartung ist. Ah, sieht so aus. Der würde so aussehen. Okay. Und den kann man halt ohne Strom, das ist ein Akkulüfter, den kann man so betreiben. Und falls der Akku mal leer sein sollte, kann man mit einem ganz normalen Stecker kann man den verbinden. Aha, und dann macht doch wieder dieser Schnellangriff von richtig. Dem Strom. Richtig. Und dann kann man den Lüfter weiter betreiben, auch ohne Akku. Ja, dann haben wir hier einmal unsere Hygienebordwand mit Spiegel. Mit Spiegel auf der anderen Seite. Ja, ich finde das zwar richtig gut, dass alle hier die Druckluft an Bord haben, aber ich habe da größte Sorge vor, dass da mal mehr Unfälle passieren. Weil ich weiß von der Arbeit, diese Spielereien, was da so manchmal passiert oder sowas. Ja. Druckluft ist wirklich nicht ungefährlich. Und wie gesagt, hier haben wir so einen normalen Wasserhahn zum Händewaschen. Steht auch immer dauerhaft Wasser drauf. Kleine, aber kein Trinkwasser, ne? Ja, kleine Brause, Seife, Desinfektionsmittel, Tücher zum Trockenputzen. Also das ganze Thema eine Einsatzscheinhygiene, ne? Kontaminationsverschleppung, sowas, das wird halt immer mehr, ne? Also finde ich schön, dass er das so schön hat hier. Genau. Okay. Können wir das wieder reinfahren. Ach, und gibt es sogar eine 230 Volt Steckdose auch nochmal für die... Ja, genau, da wird er eigentlich drüber geladen, der Akku. Ja. Also im Auto wird er hier angeschlossen und geladen und dann kann man halt, zieht man den raus, macht den Stecker raus und nimmt den Lüfter so mit. Den kann auch einer alleine tragen. Ja, okay. Das ist ja, ich kenne die. Florian, jetzt kommen wir zum Schönsten, was sind das? Das ist ein Sprungpolster SP16, das kann Leben retten, aber keine Verletzungen verhindern. Also wenn man da wirklich reinspringt, überlebt man es, aber wahrscheinlich nicht. Je nach Höhe, ne? Je nach Höhe kann das die Verletzungsgefahr nicht anscheinend. Nicht unbeschadet, ne? Also das ist nicht der primäre Rettungsweg, den man eigentlich nimmt. Das ist genau. Mehr so nur wirklich eine Notfluchtweg, ja. Wenn gar nichts mehr geht, ne? Das ist also keine sichere Rettungsweise. Das ist aber so, die Unfallgefahr ist viel zu hoch. Aber cool. Vielleicht fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht können wir noch ein Videochen machen, wo wir das Ding mal in Stellung nehmen können. Florian, hast du Bock? Auf jeden Fall. Das Schöne ist ja, das ist ja so ein aufblasbares Teil. Ja. Das heißt, Flasche anderen, auf. Steht. Nehme ich die gleich beim Wort, mal gucken. genau. Aber ja, sonst, die alten Sprungretter kennt er noch so, ne, wo man halt mit mehreren Leuten im Kreis stand. Ich weiß nicht, 12 Leute oder wie viel man. Und dann gucken. Alle immer ein bisschen nach hinten. Weiß nicht, je nachdem. Und wenn da noch ein Torero dabei ist, ist immer schlecht. Ja. Ist mal. Und dann fällt halt einer rein und dann knallen die Köpfe aneinander. Ja, oder so, ne? Also wie gesagt, das ist halt schon modern, aber finde ich gut. Das ist, ist nicht so alltäglich. Nee. Also ein TSF hat das auch nicht drauf. Da oben haben wir nochmal 3 C-Druckschläuche. A 15 Meter, C42. Ein paar Rollschläuche nochmal. Hier oben, weiß nicht, können wir mal rausnehmen. Wahrscheinlich mehr. Haben wir nochmal ein paar Handschuhe, Schutzbrillen für den TH-Gebrauch. Okay, super. Flexarbeiten oder so. Okay. Hier haben wir ein paar D-Schläuche. Ah.
Also vor allem auch gleich mit den kleinen Hochschaurohren dabei und sowas. Richtig. Kann man natürlich wunderbar gerade. Habt ihr Waldbrandprobleme schon mal gehabt, oder? Ja, also letztes Jahr hatten wir durch den trockenen Sommer eigentlich vermehrt Einsätze, aber halt nie was Größeres. Da kannst du das Fach mal bitte mal rausnehmen. Ja, auf jeden Fall. Dann kannst du raus. Ich mache hier mal eine Sache. Habt ihr auf der Rückseite im Griff? Ja. Das ist nämlich das Gute, ist Waldbrandkorb Version 1.0 quasi, ne? Also ja. Diese Waldbrandkörbe, die es so teilweise gibt, ist jetzt auch nicht das mega neueste, weil das haben schon viele schon länger. Ja. Und man kann halt das nehmen und sagen, ich nehme Einsatz. Ne? Aber es ist schon komfortabel, ist es jetzt nicht so richtig fürs Ausräumen. Also ich will mir. Es ist schön, dass ihr das alles habt, ne? Nicht, dass ihr nicht mehr wiederkommen darf, aber es ist schon. Das ist schon so. Hier haben wir nochmal ein paar Putzlappen. Ja, muss auch, ne? Ja. Gerätehygiene gehört auch dazu. Das ist übrigens ein sehr guter Hinweis. Also so lustig jetzt vielleicht so Putzlappen sind. Aber zur Kontaminationsverschleppung oder Einsatzstellenhygiene gehört auch dazu, dass man die Gerätschaften noch reinigt. Ne? Ja. Strahlrohre mal überputzt. Hier, ich sag mal, wenn man, PA-Pol vielleicht oder was wenn man den Schnellangriff Strom wirklich raus hatte, durch den Dreck zieht, einmal schön sauber super machen. Habe ich bis jetzt auch noch kein Fahrzeug gesehen. Deshalb jetzt schon mal, da habt ihr schon mal ein Sternchen. Und hier haben wir noch mal ein paar Eimerhandschuhe. Habt ihr irgendwie einen Hobbyarzt bei euch? Oder? Nee, wir haben so einen verrückten Krankenpfleger bei uns. Nein, aber ist doch gut. Ja, davon kann man nie genug haben. Ne? Also wenn du die einmal verschleppt hast, hast du das Problem. Genau. Das heißt, lieber einmal zu viel schwitzen als zu wenig. Oh, sanft. Oh. Okay, ab auf Maschine, stopp. Also auch das kann passieren. Wir waren gerade mitten in der Fahrzeugvorstellung und Einsatz. Ne? Jung, super schnell, alles gut. Tut er nur ein bisschen schwer, da nicht mitzufahren. Ne? Also ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum Helm aufgesetzt hat. Ich hab Gänsehaut bekommen. Okay, wir machen jetzt an der Stelle einen Schnitt. Und, weiß nicht, machen hier mal irgendwie ein paar Spielchen, die auf dem Spielplatz. Ich kann ja schaukeln. Okay. So ist die Realität. Hoffen wir mal, dass keinem was passiert ist. Jungs, erstmal schönen Dank, dass wir hier sein durften. Achso, habe ich vergessen zu sagen, wir fangen mit dem Nachspann jetzt an. Ne? Der kommt schon so über die Weil er muss ja gleich weggehen, ne? Ja. Genau.